Willkommen zurück zu einer neuen Folge von StarCraft 2 Legacy of the Voyage. Wir reden noch mal kurz mit Alarak. Haben sich die Tal'Darim der Wahrheit von Amons Verrat gestellt? Manche ja. Andere wagen es nicht, meine Befehle in Frage zu stellen. Keiner unter ihnen möchte euch zum Rakshir herausfordern? Lasst sie nur kommen. Niemand wird meiner Rache im Weg stehen. Ich werde dieser Gespräche überdrüssig. Wir haben hier erreicht, was zu tun war. Setzt Kurs auf Ajur, damit wir diesen Krieg gegen Amon richten können. Wagt es nicht, mir Befehle zu erteilen, Alarak. Wir kehren erst nach Ajur zurück, wenn ich die Zeit für reif befinde. Dann will ich hoffen, dass ihr diese Entscheidung bald fällt. Wir haben ja noch von den anderen Verbündeten die Aufträge in Anführungsstrichen. Ihr habt auch noch was zu sagen? Sehr schön. Atanis, ihr solltet wissen, meine Bedenken gegenüber den Tal'Darim beziehen sich nicht auf das, was sie jetzt sind, sondern auf das, was sie werden, wenn Amon besiegt ist. Ihr fürchtet, sie könnten sich weigern, ein Teil unserer Gesellschaft zu werden? Sie sind von unserem Blut, doch sie sind nicht wie wir. Tief in eurem Herzen müsst auch ihr wissen, dass sich das vielleicht nie ändern wird. Ihr habt recht, uns könnte ein weiterer Kampf bevorstehen. Doch das ist ein Risiko, das wir eingehen müssen. Das ist ein gewaltiges Risiko. Es wird vieles kosten, die Protoss zu vereinigen. Wir müssen zusammenstehen, um stärker zu sein. Ich wage nicht daran zu denken, was aus uns werden könnte, wenn ihre Kultur unsere Gesellschaft beeinflusst. Sie verändert. Ja. Unsere Gesellschaft wird eine andere sein. Und vielleicht ist es das, was ihr mehr fürchtet als den Kampf. Der Pfad, der vor uns liegt, führt ins Ungewisse, Matriarchin. Dann schaue ich mal kurz mit den Zuweisungen. Alle Aspiranten haben sich uns angeschlossen. Sie sind wild, aber stark. Okay. Was könnt ihr denn? Das sieht witzig aus. Bohana! Ich durchschaue ihn, Arcanis. Ich sehe die Wahrheit, die Amon verbergen möchte. Während seine Brüder, die Xel'Naga, in ihrem Jahrtausende währenden Schlaf ruhten, begaben sich Amon und seine Anhänger nach Ajur. Und er half unserem Volk, sich zu entwickeln. Er und seine Gefolgsleute herrschten über uns als Lehrmeister, als Götter. Doch er veränderte unser Wesen, manipulierte unsere Essenz, bis wir gegen seine Macht aufbegehrten. Zusammen mit seinen Anhängern floh er nach Cerus und schuf dort die Zerg. Die Hybriden sind die Krone seiner Schöpfung. Falsche Xel'Naga, geschaffen nach seinem Abbild. Sie, wir müssen... Bohana! Es wird langsam zu gefährlich. Ihr könnt so nicht weitermachen. Ich muss, Hierarch. Es ist meine Pflicht, die Wahrheit zu kennen, ihre Last zu tragen. Ich weiß nun, dass dies meine Bestimmung ist. Ja, sie hängt immer noch in der Kala drin. Die Gefährlichkeit von Religiosität. Ja, ich auch. Phoenix. Denkt nicht, dass ich nach dem, was passiert ist, Alarak mit weniger Misstrauen begegnen werde. Ich habe nichts anderes erwartet. Wenn er es wagt, uns zu verraten oder sich gegen uns zu stellen, werde ich diese Korridore mit seinem Blut überziehen. Das schwöre ich. Gut, darauf zähle ich. Jetzt müssen wir ein paar Verbündete, auf die wir uns verlassen können. Eigentlich alle, bis auf Alarak. Was haben wir denn hier? Ein Destruktorstrahl. Die Speer des Adun feuert einen Strahl auf die Oberfläche ab, der im Verlauf von 50 Sekunden Schaden zufügt. Ah, kann nicht gesteuert werden, aber klingt ganz witzig. Kostet halt auch nichts. Zeitstillstand. Okay. Und Solarbombardement.
Gut, also sowas wie automatisches Mineralienabbau gibt es nicht. Wird ja auch wenig Sinn machen, ehrlich gesagt. Dann brauchen wir gar keine Sonden mehr. Ich glaube, ich würde dann mal auf den Phoenix sparen. Und dann mal gucken, was hier noch übrig bleibt. Aber ich bin tatsächlich bisher ganz zufrieden mit dem Ding. Die Tal'Darim und Alarak haben sich uns angeschlossen. Doch wir können nicht gegen Ajur vorgehen, bis Amons Streitmacht ausreichend geschwächt wurde. Das Möbius-Korps betreibt das Labor, in dem Amons Hybriden gezüchtet werden. Das werden wir beenden. Wir werden uns nach Revanskar begeben und dieses Labor zerstören, bevor Amon weitere dieser Abscheulichkeiten erschaffen kann. Das klingt doch mal gut. Und wir kriegen Trägerschiffe. Hierarch, wie befohlen, haben meine dunklen Templer das Möbius-Korps bis zu seiner Basis im Asteroidengürtel von Revanskar verfolgt. Ausgezeichnet. Karax, was wisst ihr über ihre Verteidigungssysteme? Das Asteroidenfeld ist sehr unbeständig und schirmt die Außenbereiche der Basis ab. Die Speer des Adun kann es nicht überwinden. Unsere Träger hingegen können das Herz dieser Einrichtung angreifen. Wir werden sofort aufbrechen. Amon hat mir meine Armee genommen. Ich werde ihm die seine nehmen. Bereitet unsere Schiffe für den Angriff vor. Hierarch, die Schiffe des Möbius-Korps begeben sich nicht in Angriffspositionen. Irgendetwas stimmt nicht. Unsere Schilde wurden durchbrochen. Ich orte terranische Tarnsignaturen auf den unteren Decks. Sie kommen zur Brücke. Templer, zu mir! Wir müssen die Speer des Adun verteidigen! Karax, wir dürfen nicht von unserem Plan abweichen. Das Möbius-Korps wird nicht mit einem Gegenangriff rechnen. Ihr mögt kein Krieger sein, doch ihr kennt ihre Verteidigung besser als jeder andere. Ich vertraue euch unsere Träger an, Phasenschmied. Führt sie gegen die Einrichtung, während wir hier verteidigen. Wie ihr befehlt, Hierarch. Unser Schiff wurde geentert und ich brauche unsere besten Kämpfer hier. Es ist mir bewusst, dass ihr keinerlei Kampfausbildung besitzt, Phasenschmied. Doch verfügt ihr über das taktische Wissen, um diese Einrichtung zu zerstören. Geht nun in dem Wissen, dass ich vollstes Vertrauen in euch habe. Ja, kriegen wir hin. Gut, wir kriegen dann Trägerschiffe. Was sollen wir denn machen? 120 gegnerische Einheiten mit Trägern vernichten. Okay, das heißt, hauptsächlich auf Träger setzen. Kriegen wir hoffentlich hin. Okay, begrenze. Die Möbius-Einrichtung. Wie wir erwartet hatten, ist dies die Geburtsstätte von Amons Hybrid-Armeen. Die Operation wird von drei Kraftkernen mit Energie versorgt. Wenn wir sie zerstören, wird das die Einrichtung destabilisieren und uns ermöglichen, den verbleibenden Teil zu vernichten. Wenn ich unseren Nexus-Punkt am Außenbereich der Plattform errichte, können sich die Templer bis ins Innere vorkämpfen. Doch gibt es keine Bodenwege und nur wenige Mineralien. Glücklicherweise sind unsere Träger jetzt einsatzbereit. Mit ihrer Hilfe habe ich vielleicht eine Chance. Ja, das sollte passen. Oh,
Baust du das automatisch? Diese Plattform wurde durch die Sicherheitsvorkehrungen des Möbius-Korps gesperrt. Es sollte nicht allzu schwierig sein, sie zu entschlüsseln. Wenn ich darauf zugreifen kann, sollte ich die Plattform zu anderen Positionen mit weiteren Mineralien verlegen können. Zumindest gibt es hier genügend Ressourcen für einen Start. Gut. Der Sieg wartet. Dann schauen wir doch mal. Online. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Der Schatten breitet sich aus. Ich glaube, ich hole doch mal ein paar davon mit. Zeit für den Kampf. Ich füge mich. So, ist hier noch irgendwas? Für die Ehre. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. So, baut ihr mal schön weiter ab, ne? Ich durchstreife die Galaxis. Sha'azul Dutemnari. Verstanden. Angriff. Avarash. Na, ich glaube, ich zerleg's gleich. Ja, die Dinger sind ein bisschen langsam. Meine Hybriden hier. Die Hybriden. Quatsch, die Trägerschiffe. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Für die Ehre. Vielleicht auch ganz gut, dass wir es geskillt haben. Aber rasch. Verstanden. Ich füge mich. Aber zu lange haltet ihr dann doch nicht durch, meine Lieben. So, hier gäbe es ein bisschen mehr an Zeug. Ich durchstreife die Galaxis. Ma'asum. Gut, dann schauen wir, ob wir hier ein paar Sonden rüberkriegen. Oder zumindest eine reicht ja. Eigentlich. Ihr könnt hier gerade mal einsammeln gehen, bitte. Jäger. Haben wir denn irgendwas, was... Es ist geschafft. Ich habe Zugriff auf die Steuerung. Ah. Die Plattform ist funktionsbereit. Die Navigation rechts oben auf eurer Befehlskonsole ermöglicht es, die Plattform zu zusätzlichen Ressourcen zu bewegen. Der Feind kann jedoch nicht weit sein. Ich sollte ein paar Schiffe als Aufklärer entzünden, bevor wir unsere Position wechseln. Ah, okay, so funktioniert das. Gut, da unten wird jetzt zumindest noch weiter abgebaut. Oh. Ihr habt jetzt keine Dings mehr. So, warte mal zurück, bitte. Ihr habt eingesammelt, kommt auch mal mit. Dann habe ich das sich jetzt mal verstanden. Cool. Nein. Ich orte mehrere Banshees, die sich unserem Nexus nähern. Amon ist erwacht. Wir schlafen nicht mehr. So. Bitte mal zerlegen. Wir haben Protrektrons hier.
So, baut jetzt alle ab. Ihr baut alle ab, sehr gut. Was macht ihr denn da? So, kommt mal her. So, nimm das bitte mit. 12 von 18, 13, 14, 15. Ja, auch Nummer 4. Dann haben wir das zumindest voll. Euch geht's einigermaßen. Wir brauchen mehr Träger. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja, die kommen ja. Dann machen wir hier einfach mal jetzt eine Runde Lufteinheiten oder Luftangriffe. Ihr baut jetzt aber schön fleißig ab hier. Gut. Karax, wir können die Hybriden auf der Speer des Adun nicht mehr lange zurückhalten. Habt ihr ihre Stasiskammern gefunden? Meine Analysen zeigen zwei Kammern in der Nähe. Anscheinend werden sie von Solarit betrieben. Das wäre uns jetzt mehr von Nutzen als jemals zuvor. Gut, gut. Oh, ich habe sogar einen. 1 zu 4. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wie sieht's denn aus? Na, das dauert noch eine Weile. Schauen wir mal, ob wir hier was reißen können. Das Ding funktioniert tatsächlich nicht mehr, wenn kein Nexus in der Nähe ist. Vielleicht baue ich da einfach noch einen Nexus hin. Lohnt sich das? Weiß ja nicht. Ihr könnt ja zumindest ein bisschen mitkommen. Guck mal. So, ein wenig Nachschub. Aber ihr macht das ja schon, oder? Jetzt zerlegt das hier alles schön. Ich weiß nicht, ob du das nicht hinkriegst, das alleine zu zerlegen, aber... Achso, stimmt, wir haben ja auch noch... sowas. Okay. Fertig. Dann zerlegen wir mal die Stasiszelle. Ihr könnt hier noch ein bisschen was zerlegen. Und kriegt noch ein bisschen Unterstützung. Komm. Schaden kann es ja nichts. So einiges wird ja ordentlich verteidigt, Kinas. Die so ist. Habt ihr es zerlegt? Einige Experimente sollten niemals durchgeführt werden. Passt schon. So, ihr könnt hier mal einsammeln gehen, bitte.
Ihr baut noch fleißig ab da oben. Sieht, glaube ich, auch noch gut aus. Na, doch nicht so ganz. Das ist schön. So, wir haben jetzt hier auch... Ja. Zu wenig Pylonen. Ja, ja. Ach, die Dinger sind auch schon wieder durch. Hm. Dann müssen wir, glaube ich, doch so langsam mal weiterziehen. Wo haben wir denn noch was? Wir könnten mal... Na gut, vielleicht sollten wir erstmal eine Runde scouten. Obwohl, wenn wir gerade in der Ecke sind, hauen wir das noch gerade platt. Hier gibt es noch Mineralien. Wir begegnen dem Feind im Kampf. Jawohl. Ist angekommen. Die Energiereserven des Möbius-Korps sind auf 66% gefallen. Ausgezeichnete Arbeit, Phasenschmied. Rückt weiter vor. Gut, dann will ich mal gucken, ob wir hier vielleicht eine Sonde herkriegen. Basis wird angegriffen. Geht das... Träger eingetroffen. Wer macht denn sowas? Theoretisch könnte das aber funktionieren, oder? Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Kannst du ihren Nexus hinsetzen? Scheinbar nicht. Mist. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Dann müssten wir, warte mal, darüber. Okay. Träger eingetroffen. Alles klar. Dann sammelt euch nochmal hier. Ihr habt alles soweit aufgeräumt. Wir beenden mal die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.